wie nett wir doch sind, wenn wir jemanden kennenlernen wollen. Wie darum bemüht, ihm wirklich gefällig zu sein, ihm zuzuhören mit solchen Ohren, so offenem Herz und so weiter. Naja, was würde sich der Körper darüber freuen, wenn wir es mit ihm auch mal machen? Stattdessen lassen wir uns ernsthaft nonstop einreden, dass wir ihm helfen könnten, wenn wir nicht hinfühlen, wenn wir nicht hinhören, wenn wir über die Schmerzen drüber gehen, wenn wir ihn bearbeiten, damit er gefälligst wieder funktioniert und so weiter. Wenn wir so umgehen würden mit einem Datingpartner, wenn der einigermaßen gesund ist, der Typ wird schneller davonrennen, als man sich vorstellen kann. Macht ein Rendezvous mit eurem Körper. Hört auf, ihn so zu behandeln, wie ihr selber auch niemals würdet behandelt werden wollen. Dass keiner fragt, wie geht's dir eigentlich? Dass ihn keiner Zeit lässt, mal wirklich zu antworten. Dass man ihn gar nicht wirklich kennenlernen will, weil der Therapeut und der Arzt und sonst was für Leute ja viel besser wissen, wer er ist und was er kann und was er nicht kann. Wir uns ständig einreden lassen, na, das kannst du eh nicht, bist du viel zu blöd dafür oder zu unfähig. Darum brauchst du diese ganze Medizinbranche ja. Wow. Mal wirklich hergehen mit der Einstellung zu sagen, hey Typ, ich würde dich echt gern kennenlernen. Ich will wirklich mal hinfühlen, was dir wehtut und warum. Ich will wirklich mal hinfühlen, wie ergeht es dir eigentlich so mit mir? Wie kommen wir zwei eigentlich zurecht? Wo trampel ich über dich drüber und nimm mir für alles, alles Mögliche die Zeit, nur nie für dich? Mal wirklich hinzufühlen, was da passiert und was ich da anstelle, ob ich dich schlage, ob ich dich prügel, ob ich dich missverstehe im wahrsten Sinne des Wortes und so weiter. Und dann mal wirklich auch dieses Rendezvous zu genießen. Es ist ein herrliches, es tut unfassbar gut. Also diese Zeit, wo wir das auch über Monate und 3 Jahre lang im Körper gelernt haben, Gott sei Dank, und darauf aufmerksam gemacht worden sind im Gymnastikstudio. Herrliche, herrliche Zeit, aber letztendlich steht sie jedem frei, wenn er endlich mal aufhört, sich einreden zu lassen, dass der Körper ein Ding ist, das eh nicht richtig funktioniert, dass man mit der und der Technik zu bearbeiten hätte und dass, wenn man sich schon total bemüht und K.O. fühlt und der eigentlich schon Alarm gibt ohne Ende, man ihm noch einen oben drauf setzt, dass der doofe Kerl endlich wieder funktioniert, um sich dann zu wundern, dass es immer und immer wieder nicht klappt. Setzt euch doch mit ihm, ja, wie an den Tisch, wirklich wie mit dem Typ schlechthin und fühlt, also jedes einzelne Gelenk und was da so geht und was sich weich anfühlt und was sich angenehm anfühlt und wann dieses mit dem Körper sich das letzte Mal einfach nur leicht und mühelos und lustig und den angefühlt hat, da seid ihr auf dem allerbesten Weg, dass es euch mit ihm wirklich, wirklich wieder gut geht.